Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von A Bell Ride. Es begrüßt euch Milena und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, immer noch Tag 21 und ja, ich werde hier mal noch einige von den Barren anstellen. Und dann habe ich mich hier noch ein wenig umgeschaut. Oh, perfekt, die Hose wäre fertig. Das ist ja überaus praktisch. Mal gucken, ob ich mir dann eventuell eine herstellen könnte direkt. So, was ich nämlich gesehen habe, ist hier dieses Reiseschild. Habe ich mir dann nochmal genauer angeschaut. Ermöglicht schnelles Reisen zwischen zwei oder mehr Zeichen. Du kannst nicht schnell reisen, wenn du mit deinem Gefährten unterwegs bist, wenn du im Kampf bist oder wenn sich Feinde in der Nähe befinden. Aber ist halt auch nicht so aufwendig freizuschalten, würde ich dann direkt schon mal machen. Einfach damit hier etwas passiert. Okay, und dann werde ich mich heute um diese Quest kümmern, aber es ist halt gerade Abend. So, und dann besorge ich mir was zu futtern. Mal gucken, was hier überhaupt noch so drin ist. Oh, geräucherte Pilze. Direkt mal vergleichen. Gesundheit 28. Ja, also minimal. Sind die Werte besser, aber sie halten auch nicht wirklich länger. Obwohl, nee, Quatsch, das ist nur der Wert. Das steht nur, der Wert hält 4 Stunden an. Okay, verstehe. Nee, das sieht man halt leider nach wie vor nur hier unten. Also keine Zeit irgendwie, die da anderweitig sonst noch abläuft. Aber ich finde es schon mal super, dass sie das dann auch gerade bevorzugt machen. Bin gerade mal echt am Überlegen. Ich glaube, ich habe hier oben irgendwo Kupfer gesehen. Ob ich, bis es dunkel wird, eben da nochmal hinrenne. Hm, Quatsch, würde gar keinen Sinn machen. Oh, doch. Manchmal liegt da ja, oder in der Regel liegt da ja einiges drumherum. Dann probiere ich mal eben mein Glück. Für euch sowieso im Schnelldurchlauf. Ich muss hier nur ein Stückchen weiter geradeaus laufen. Vielleicht habe ich es sogar schon aufgedeckt. Ja, okay, perfekt. Hier auch viele Steine im Allgemeinen. Muss ich mir merken. Oh, ich habe ihm genau vor die Füße geschossen. Ärgerlich. Dachte, ich versuche mal mein Glück. Und vielleicht finde ich hier nämlich noch ein bisschen etwas, was herumliegt. Und könnte auch schon mal ein paar Kupferbarren schmelzen dann. Okay, das war's dann auch schon. Wie weiter würde ich auch nicht weggehen, einfach weil es gerade halt auch dunkel ist. Aber sammelt dann hier auch auf dem Rückweg noch ein bisschen Holz ein. Und wir sehen uns dann gleich wieder im Dorf zurück. Okay, mein Inventar ist voll. Dann werde ich mich direkt mal übergeben. Ich habe immer noch keine Truhe abgerissen, aber es ist halt wirklich der Plan nach wie vor. Mal gucken, ob ich hier ein bisschen was reinballern kann. Baumstämme fehlen mir da. Aber ich denke, da kümmere ich mich dann erst drum, wenn ich wieder da bin von der Aktion mit den Banditen. So, dann schaue ich nochmal eben, ob ich mittlerweile das Buch lesen kann. Achso, nee, dieses hier ist auch noch nicht fertig. Dann wird das auch nichts. Dann packe ich die Sachen erstmal in meine Truhe.
So, jetzt muss ich aufpassen, wie viele Tage? 2 Tage noch. Okay. Das bedeutet, morgen lasse ich die dann nochmal richtig viel sammeln. Und ja, also heute würde es halt auch gerade nicht wirklich viel bringen. Weil ich die sowieso gleich mitnehme. Am besten nehme ich auch alle. Nee, ihr braucht erstmal gar nicht weitermachen. Hier Pferde, bitteschön. Weiß ich gerade gar nicht, ob ich die Hose auch wirklich angeklickt habe, aber es sieht so aus, als wenn er das hier macht. Nee, einfache Schnur. Okay, mache ich dann alles später. Er kommt auch mit, bitte. Muss für die dann unterwegs nur ein bisschen was zu futtern sammeln, aber Beeren sollten theoretisch reichen. Okay, und morgen wäre dann auch der Überfall. Ja, also ich denke, wenn ich mich um das Lager kümmere, dann ist sowieso der Überfall morgen. Aber es sollte ja, so wie ich ausgerüstet bin, es kommen dann wahrscheinlich 2 Leute. Ich habe auch keine Ahnung. So, da fehlt noch jemand. Ach, du heiliger Strohsack. Wo ist die denn bitte ganz hingelaufen? Muss ich erstmal meine Leute hier suchen. Bis dahin sind die dann schon hungrig wieder. Ui, ui. Naja. Mache ich trotzdem. Ich suche sie mal. Kannst du bitte auch nebenbei ein paar Beeren sammeln? Das wäre fein. Jetzt kommt sie mir gerade schon entgegen. Er hat jetzt schon Hunger. Es ist ja ein Träumchen. Nee. Moment. Oh, könnt ihr mal stehen bleiben? Wie synchron die auch alle laufen, ne? So. Ist ja nicht sein Ernst. Hat er nicht wirklich dabei? Oh nein. Muss ich das halt nehmen? So. Halt. Stehen bleiben. Wo willst du hin? Ja, bitte alle mitkommen. Jetzt hast du ja auch eine Hose an. Du kannst auch mitkämpfen. So, ja, die Reiseschilder finde ich sehr interessant. Also gerade wenn man mal alleine einfach nur eine Aufgabe erledigen möchte. Ich denke, da werde ich mir dann eine direkt auch vor das andere Dorf machen. Und ich glaube, meine Siedlung benötigt dann auch bald einen Namen. Ui, ist das schön hier gerade mal wieder. Genau. So in etwa. Wisst ihr was? Da kann ich ja direkt mal speichern und mal gucken, was passiert, wenn ich den anschieße. Ich glaube, ich habe ihn getroffen, aber die greifen halt auch nur an, wenn er mich angreift. Das ist halt das Problem an der Nummer. Boah, und der läuft einfach. Der läuft fast bis zum Kartenende. Doch da hinten im Wald irgendwo. Habe ich ihn gesehen. Warum sind hier eigentlich unterwegs keine Pilze, bitte? Ja, da oben. Vielleicht treffe ich noch ein weiteres Mal. Aber ich glaube ja nicht, dass ich ihn so erledige. Ja, unwahrscheinlich, ne? Da ist er. Oh, ich hab ihn. Doch nur 2 Pfeile. Okay, es gab aber kein Geweih. Schade. So, der nächste wäre hungrig. Das rohe Fleisch kann ich ihm leider nicht geben. Boah, und da müssen wir uns ein bisschen beeilen, wie es aussieht, wa? So, hier wäre noch ein wenig Lehm. Der hat da auch irgendwie eine Aufgabe. Da habe ich noch nicht mal geschaut, was das überhaupt für eine wäre. Ui, auch schön hier. Bin halt echt am Überlegen, ob ich umziehen soll. Und wenn ich umziehe, also direkt da vorne,
an diese Kreuzung vor dem See. Und wenn ich halt umziehe, oh Gott, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das bedeutet, das wäre 5 gegen 5. Uiuiui, das kann auch ganz schön in die Hose gehen. Würde gerne eben schauen, ob ich noch etwas zu futtern hier finde. Und die dann alle auch damit ausstatten. Gerade die, die gerade auch schon hungrig waren. Oh je, die sind halt komplett vollgepackt, ne? Irgendwelchem Kram. Das habe ich gar nicht bedacht. Und natürlich, bei meinem Glück, finde ich hier gerade auch nicht mal Pilze. Das wäre nämlich eigentlich noch besser, wenn ich noch etwas anderes hätte. Okay, hier ist einfach noch eine Kreuzung. So, aber ich denke, ich würde hier vom offenen Feld angreifen. Dann nochmal speichern, weil dann könnte ich schon einige mit Pfeil und Bogen eventuell beseitigen. Ui, ich habe den sogar getroffen. Okay, einer schon mal down. Oh shit, die sind auch schon richtig gut ausgerüstet. Oh, da muss jetzt aber auch jeder Pfeil sitzen hier. Ah, das ist meiner. Ich dachte gerade schon, das wäre jemand anders gewesen. Boah, ich habe keine Ausdauer mehr. So ein Käse. Boah, aber meine Leute erledigen den. Hui. Was ein Glück gehabt. Ihr seid ja einfach die Besten. Hm, hier finde ich leider... Oh, ich muss mir dann auch wieder Pfeile machen. Ja, habt ihr super gemacht. Einfach Bombe. Bin ich mal gespannt, was ich hier zu looten habe gleich. Was ich definitiv schon mal machen kann. Ist den hier. Das Inventar voll ballern. So, dann sammle ich die mal eben ein. Machen wir ein schönes Foto hier. Mit meiner Truppe. Aber bitte ohne... Name, wenn geht. Ist halt gar nicht so einfach mit denen Fotoshooting machen. So, Oliver. Auch eine Bandage. Perfekto. Noch ein paar Riemen. Hey, das finde ich super. Es erinnert mich so ein bisschen an Enshrouded. Da hat man ja auch so Metallschrott von den ersten Gegnern gefunden. Ui, und noch mehr Geld. Die Pfeile kann ich wohl scheinbar nicht einsammeln. Okay, dann bitte Lager plündern. So, von hier sieht es doch ein bisschen besser aus gerade. Ja, die Balken sind halt nervig von denen, ne? Okay, perfekt, Joe. Da-da-di-da-du, dann würde ich doch... gerne hier etwas plündern. Da kann ich nicht näher dran gehen. Hier ist eine Beutetruhe. Ein Stück geräuchertes Fleisch war da drin. Zwischen hier und da. Hallo, liebe Irina. Hier haben die schon... Oh, warte mal. Eine neue Blume. Knoblauch. Knoblauch wächst hier einfach. Das ist ja interessant. Und einfach, hoppala, Maus mal eben verzogen. Okay, ich muss irgendjemanden etwas abgeben, damit ich es aufsammeln kann. Egal, selbst wenn das nur Kleinigkeiten sind. Ja, die Riemen müssen nämlich definitiv mit. So, Tagebuch eines königlichen Piep. Untersuchen mache ich sofort. Okay. Dann sollte ich aber ja Knoblauch auch hier auf der Karte haben. Und hier ist einfach... Achso, stimmt, das ist der See von der anderen Seite. Okay, dann lese ich das mal eben.
Stand tall and fight like hell. Und eigentlich könnte ich die dann eben schon alle wieder wegschicken. Und ich würde die Quest dann direkt abschließen. Würde aber gerne hier noch ein wenig... Hoppala, das nehme ich mir doch lieber mit. So, ich hoffe, die kommen gut wieder an bei der Base, aber eigentlich schon, ne? Ja, und ich schleiche mich dann mal zu dem anderen Ältesten. Bist du ein Huhn? Ist ja cool. Der gehört aber wahrscheinlich ja hier zum Dorf. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir später auch so Kühe und Hühner und so halten können. Aber gehe ich jetzt eigentlich mal schwer von außen, ne? So, ich beschränke mich allerdings mit meiner Aufgabe auch erstmal nur auf den Ältesten. Wie immer, ne? Hey, hey, you. How goes the hunt? Did you deal with them already? Ich hab sie losgeworden. Nice work. I'm impressed. A rookie like you taking on the camp full of bandits. Take this, you earned it. But stay vigilant. Bastards could try to raid your own camp in retaliation at any time. Oh ja, morgen. Warum hast du mir das nicht gesagt, bevor ich die Lager zerstört habe? Danke für die Warnung, auf Wiedersehen. Gut, das wusste ich ja nun auch schon vorher. Boah, 300 Ruhm, das bedeutet... Boah, ich kann mir wahrscheinlich jemand richtig Heftiges mitnehmen. Aber aus dem Dorf dann bei mir in der Nähe. Das finde ich super. Ich werde hier noch zurückschlendern und gucken, wie viel habe ich noch frei. Ich könnte mir das hier eigentlich mal reindrücken. Bitte nichts Rohes. Die Pfeile hier runter. Dann könnte ich nämlich doch noch ein bisschen Holz unterwegs mitnehmen. Das ist etwas, was mir eigentlich andauernd fehlt. Hier kann ich hier wieder nicht machen. Und dann decke ich hier noch ein bisschen die Karte auf, einfach. Hier ist eine riesige Wiese. Und die dort oben, gehören die irgendwo mit dazu? Nee, ist wahrscheinlich einfach nur ein eigener, einzelner Händler. Mit einem eigenen Bauernhof. Boah, wie cool. Die Hütten sehen auch mega aus. So. Cordelia. Kräuterkundler. Okay, aber ich habe ja auch einen Kräuterkundler bei mir in der Nähe. Ist halt die Frage, ob die dann später andere Sachen hat. Oh, Baumwolle. Weiß ich nicht, ob ich Baumwolle bei dem anderen auch gesehen habe. So, sie habe ich dann auch schon mal auf der Karte. So, dann muss ich mal erstmal gucken, wo muss ich denn wieder hin? Also genau, ich wandere hier jetzt einmal durch. Dann habe ich hier halt die Karte aufgedeckt so ein bisschen. Und ich denke mal, wir sehen uns dann einfach, es sei denn, es passiert noch irgendwie was. Sehen wir uns halt direkt wieder zurück, ne? Würde nur mein Inventar damit noch voll machen. So, und dann bin ich auch schon da. Könnte ich eigentlich direkt mal gucken, ob der Kräuterkundler auch Baumwollsamen hätte. Ja, okay, also es scheint doch genau dasselbe zu sein. Aber ich habe sowieso noch nichts dafür freigeschaltet. Ich würde mich jetzt erstmal gerne zur Dorfhalle erforschen. Dafür brauche ich aber noch jede Menge Riemen. Muss ich dann mal gucken, ob mir das dann reicht hier. So, ihr habt aber noch nicht mal das hier erledigt. Ja, das ist doch schön. Weil es fehlen Seile. Wobei, ich glaube, die sind auch gerade erst angekommen hier. Deswegen sind wahrscheinlich gerade mal alles erst eingesammelt. So, der eine sollte gleich fertig sein. Dann kann ich ja auch schon mal, beziehungsweise ich muss erstmal gucken, muss mich erstmal übergeben. Dann habe ich gesehen, Zinnbarren sind fertig geworden, das ist doch auch schön. So, 106 habe ich schon. Oh, ist das schön, wenn man hier einfach alles reinballern kann.
einfach ein Träumchen. Oh, die haben das einfach hier roh reingelegt. Ich werde natürlich alles versuchen, hier aufzuhängen. Ich kann gerade nicht mehr sehen, ob hier noch irgendwo etwas frei ist, aber glaube nicht. Dann brauche ich hiervon ein bisschen. Boah, die sind da schon wieder am Umräumen, Leute. Macht mich wahnsinnig. Das Feuer anwählen wäre schön. Okay, da kann ich nur einmal Feuer reinmachen. Oder hat sie einfach gerade auch Feuer reingemacht? Boah, nichts mitbekommen. So, ich habe... Nee, wisst ihr, was ich jetzt erstmal mache? Also ich speichere erstmal, aber... Ich werde erstmal alle Truhen hier rüberpacken, damit ich hier nicht hin und her laufen muss. Das ist gerade mega nervig. Und werde die auch direkt zerlegen. So, einmal das Baumenü nochmal öffnen, damit ich da nicht aus Versehen weiter irgendwas zerlege. Ja, sollte passen, oder? Und dann wird das andere Lager auch fertig gebaut. So, dann kann ich nämlich auch gleich sehen, habe ich eine Übersicht, wie viel Riemen ich habe. Eieiei, das kann ja noch eine Weile dauern. Vielleicht bekommen die sogar schon währenddessen andere Lager fertig. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Ja, perfekt. Lager ist abgeschlossen. Wir haben aber nur 6 Riemen. Und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Plan. Also ja, doch, ich könnte Riemen kaufen. Ich könnte Riemen kaufen, stimmt. Für 75, ne? Wie viel brauche ich? Ich habe ja eigentlich ein bisschen Cash in der Tasche gerade. Ihr seid ja immer noch nicht fertig. Da fehlen immer noch die Schnur. Ach, weil sie wahrscheinlich gerade mit dem Lager beschäftigt waren, ne? Ach, und mit dem Sammeln auch. Okay. Ich mache hier ein paar Kupferbarren auch noch. Hier bin ich mir halt nicht sicher, ob ich dann auch dafür sorgen muss, dass hier zum Beispiel Holz drin ist, damit die überhaupt daran arbeiten können. Eigentlich könnte ich halt auch einfach selber was reinpacken einfach. Und gar keiner arbeitet da, ne? Jo, das mache ich mal so. Ah, wir haben hier doch zweimal Schnur, Leute. Was ist denn mit euch? So, dann kann sie das auch fertig machen. Für die Dorfhalle benötige ich 15. Und welche von den anderen Fällen, die halt einfach immer noch alle gleich heißen, aber... Wird wahrscheinlich früher oder später dann geändert. Vom Bild her brauche ich aber diese hier. Das hier sind aber auch einfach Fälle. Da steht aber halt was anderes im Text, ne? Die hier von Hirschen, die hier von vom Eber. Und das hier halt, ja, von Kaninchen und von Wölfen. So, dann checke ich mal eben die Uhrzeit. Reiseschild fertig. Yay. Habe ich ja gerade nochmal Glück gehabt, dass es hier mit reingekommen ist, ne? Okay. Also diese Hose hier hätte ich gerne. Früher oder später. Nun aber mal gucken, was ich vorher noch gebrauchen kann. Könnte mir halt vorstellen, dass ich hier dran... Ach, da benötige ich nur
Kupfererze für. Ja, dann könnt ihr das ja, wahrscheinlich zum Herstellen dann den Barren. Könnt ihr das ja bitte mal als nächstes machen. Ich helfe euch sogar. Und dann würde ich aber, wie ich das beim letzten Mal gemacht habe, auch einfach den Überfall noch mit reinnehmen. Okay, wir haben keine Steine. Die sammle ich dann am nächsten Tag, bis der Überfall stattfindet. Denn die gehen sowieso gleich schlafen. Also tue ich das auch. Und einmal Pfeile vielleicht auch noch anstellen. Ein paar kleine Fallen. Es ist nur halt gerade wieder kein Material da. Weil ich halt auch nicht so viele Stöcker mitnehmen kann. Einen Tag bis zum Winter. Oh, ich habe eine neue Quest bekommen. Oh, ich hätte direkt mal mit dem Zimmermann reden können. Sprich mit Amelie. Okay, sie hat wieder eine Aufgabe für mich. Wahrscheinlich, weil ich da etwas erledigt habe für die. Okay, dann gehe ich mal Steine sammeln. Okay, das sollte reichen. Noch ein wenig Holz auf dem Rückweg. So, und dann mal gucken, ob die das hier noch hinbekommen. Danach würde ich mir gerne, hier habe ich noch was anderes gesehen. Hoppala, das wollte ich gar nicht. Erstmal bitte das hier fertig machen. Grubenholz. Produziert Holzbretter aus Baumstämmen. Das würde ich einfach nur schon mal freischalten. Dann ist halt die Frage, benötige ich schon den Schlammsammler? Könnte ich theoretisch auch schon freischalten. Also ich würde sowieso nach und nach hier alles freischalten. Denn dadurch schalten sich ja dann manchmal auch wieder irgendwelche anderen Sachen frei, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe. Okay, aber erstmal wieder übergeben. Okay, der wäre abgeschlossen. Und für den Bau benötige ich, ja, einen Barren. Aber das ist ja wirklich mittlerweile gar kein Problem mehr. So, und diese ganzen Sachen, die würde ich hier auch alle recht nah beieinander hinstellen. Seile benötige ich dafür aber noch. Da habe ich keine im Voraus irgendwie hergestellt. So, und dann nochmal Kontrolle bitte. Wegen meiner Hose. Danke, da ist sie ja. Und auch wegen der Pfeile. Die werden erstmal aufgefüllt. Der Rest geht wieder rüber. Und dann würde ich gerne, also erstmal Hose tauschen. Gleich mal gucken, ob irgendjemand noch eine bessere Hose benötigt auch. Aber vorher würde ich gerne gucken, wenn ich denen Fallen hier reinlege, ob die dann auch die automatisch reparieren. Oder machen die das sowieso? Weiß ich halt gerade gar nicht. Also sie tun auf jeden Fall Beeren automatisch rein. Das richtig mitbekommen habe. Die muss man nicht extra da reinlegen. Denn immer wenn ich hier vorbeikomme, sind da welche drinne. Ja, okay. Also da hat er die gerade wieder wegbringt hier. Gehe ich mal davon aus, dass das nicht nötig ist. Hä? Kessel ist einfach schon fast fertig. So, wartet mal. Sie hat eine Hose von mir bekommen.
Warte mal gucken, wer hier in der Nähe ist. Ich würde halt nur gucken, welche Werte die haben, ne? Oder ob die überhaupt eine Hose haben. Hast du eine Hose? Ah, okay, guck mal. Mit dem könnte ich tauschen. Hat er 3 mehr. Die würde hier reingehen. Okay. Und dann, damit ich das noch in diese Folge mit reinbekomme, wie ich das beim letzten Mal auch gemacht habe, wir warten hier. Denn der Angriff wird ja definitiv heute stattfinden. So, mein Inventar ist voll, weil hier nämlich alles voller junger Bäume steht. Ui, das ist ja perfekt so. Überfall ist im Anmarsch. Dann werde ich hier, bitteschön, alles reinknallen. Ui, das war richtig super. Die kommen dieses Mal aus der Richtung. Tja, dann warten wir mal. Dann werden die hier freundlich begrüßt, sage ich mal. Hoffentlich sind die Leute dann auch gerade hier. Oh, super, meine Handschuhe wurden fertiggestellt. Ich habe mir da auch irgendwie noch so eine Reisekapuze angestellt und halt die Handschuhe, ne? Das habe ich auch die ganze Zeit vergessen. Aber die hole ich mir dann aus der Truhe. Haben auch nicht so krasse Werte. 3 oder so. Aber das ist ja besser wie nix, ne? Ich könnte noch ein bisschen Ausdauer haben. Nun habe ich aber weniger Gesundheit. Ärgerlich. Wusste gar nicht, dass ich einfach schon was futtern kann, wenn das andere noch nicht abgelaufen ist. Aber es war wahrscheinlich dann kurz davor. Oh, da kommt jemand angelaufen. Und da kommt noch jemand angelaufen. Ja, also auf einfach kann man sich das dann wirklich gut merken. Der hat auch einen Bogen. Kann man sich das wirklich gut merken, weil das sind dann scheinbar genau bei der Stufe dann auch immer so viele Leute. Wow, Hilfe! Hilfe! Kann wahrscheinlich nicht bloggen mit dem Bogen, ne? Wo sind denn alle? I need help! Ja, genau. Oh, sie braucht noch eine bessere Keule. Definitiv. Oh, ich habe keine Ausdauer. Du hast die Räuber besiegt, ja. Oh. Hey, allein geht es aber nicht so gut. Ach du Schreck, das tut mir aber leid. Also es scheine ja ich gewesen zu sein. Das verzeiht sie mir hoffentlich. Oh, perfekt. Und davon bekommt man das einfach auch. Also die Riemen. Sammle ich eben noch den anderen ein und dann werde ich mich verabschieden. Und bin ich echt gespannt, wie die Dorfhalle aussieht, ne? Oh, schade, der hatte leider keinen dabei. So, bedeutet, ich gehe mit Amelie reden. Wir werden dann noch, das kann ich ja eben schon mal hindonnern, damit die fertig ist dann, noch ein weiteres hiervon bauen. Damit ich noch jemanden holen kann, dann... Okay, aber hier und jetzt will ich mich dann von euch verabschieden. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Ein Däumchen, wenn Träumchen. Und Ö mit Ö.